Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe mal wieder geshoppt. Wie soll es anders sein? Und zwar bei der Ellen. Da bestelle ich ja regelmäßig. Sofern das Budget da ist natürlich. Und ja, das kam heute an. Ich drehe das auch vorab, weil ich will das jetzt am Sonntag dann hochladen. Also ist ja irrelevant, sagen wir es mal so. Aber ich bin am Sonntag auf einer Kreativmesse in Frankfurt. Und ja, Influencer und so bin ich eingeladen. Ja, ich muss jetzt einmal. Nein. Ja, da bin ich eingeladen. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich freue mich schon echt mega drauf, ja. Ich bin gespannt. So, auf jeden Fall einen Katalog. Den hat sie mir letztes Mal schon mitgeschickt. Preise weiß ich jetzt nicht. Ich habe irgendwo meine Rechnung hingeschmissen. Ich habe noch gar nicht kontrolliert, ob alles drin ist. Ja, auf jeden Fall einen Katalog von Studio Light. Den habe ich aber schon, das ist aber nicht so schlimm. Dann einen von Marianne Design. Da finde ich jetzt tatsächlich nichts, was ich jetzt unbedingt haben müsste. Wobei die süß sind, die Stempel hier. Aber gut, da ist ganz viel drin, was ich haben möchte. Und dann noch einmal für Januar. Januar und Februar. Okay. Ja, die ist schön, die Herzstanze, wie ich finde. Habe ich denn gerade was gesehen, wo ich gedacht habe? Die Blümchen, die sind hübsch. Gibt es die auch da drin? Sehe ich jetzt nicht. Die sind echt hübsch. Aber eigentlich rein theoretisch hätte ich genug Blümchen. Aber egal. Ich bin auch nebenbei fleißig am Basteln. Also, ich bin nicht ganz inaktiv. Die nächsten Karten. Ja. Wie gesagt, Preise weiß ich leider nicht mehr. Einmal das hier. Ja, finde ich ganz interessant. Eine Inspiration. Ja, genau. Das sieht man zum Beispiel, wenn man dann auf den Hintergrund guckt. Jetzt zum Beispiel dieses hier. Und ich habe es endlich geschafft, heute zum Nagelstudio zu gehen. Oh, wie gesagt, weil ich 2 Tage in Frankfurt bin. Das ist ausgestanzt 2-mal. Dann vielleicht noch ein Hasi. Ja, da ist der Hasi. Dann 2-mal das ausgestanzt. Und dann die Teile hier so im Hintergrund. Finde ich ganz interessant. Ja, zur Sicherheit war noch ein Card-Puppet-Ding dabei. Hebe ich natürlich auf, weil wir Bastler wissen, wir können das immer gebrauchen. Dann stehe ich total im Moment auf einem Embossing-Folder. Ich bin, wie gesagt, nicht inaktiv mit Videos drehen. Es ist bloß etwas schwieriger. Aber einmal von Carabell Studio. Keine Ahnung. Der hier. Die sind auch relativ günstig, aber fragt mich nicht, wie die heißen. Ne, so ein Chiffres Grunge. Und Grunge ist ja sowieso meins. Also, ich mag das ja total. Dann einmal, ja, so ein... Oh, hier sieht man ein Stativ. Winke, winke. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja, so ein Hintergrund, ne? Also mit Schriftzug. Dann den hier. Das finde ich auch ganz hübsch. Wenn man da den embossed und da dann die Punkte quasi ein bisschen mit Glitzer macht. Und den fand ich auch ganz hübsch. Der ist auch so unsauber. Ne? Nicht immer so akkurat und nicht so sauber. Ja, das war von der Nachlieferung. Dann musste ich natürlich schon reingucken. Ich weiß gar nicht. Gibt es 2 oder 3 Stück? Wie gesagt, ich muss einmal gucken, was ich bestellt habe, genau. Aber ich habe mir diese Standschablonen von Studio Light hier bestellt. Hab gehofft, dass man die als ATC verwenden kann. Die Breite, wie gesagt, ich habe schon mal geguckt. Die Breite würde gehen. Breite würde gehen, aber die Länge ist natürlich etwas doof. Aber wenn man sagt, okay, ich... stanzt das jetzt so aus und schneide dann halt hier unten was ab.
dann ist es halt hier oben wellig und unten gerade. Also das finde ich jetzt dann auch nicht tragisch, aber ich finde trotzdem ganz süß. Ich weiß es gar nicht, wie gesagt. Muss ich mal gucken. Ja, von der Breite hier, wie gesagt, würden die als ATC durchgehen, aber wenn ich das jetzt hier so anlege, dann würde das quasi hier unten so ein bisschen drüber hinausschauen. Aber wie gesagt, wenn ich das dann hier unten gerade abschneide, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Mal was anderes. Aber als Kartenaufleger allemal. Dann habe ich Halloween-Papier bestellt. Es ist Anfang Januar, aber bei mir geht immer Halloween. Muss ich mal gerade gucken. Ja, könnte sogar gerade gehen. Von Echo Park. Halloween Party heißt es hier. Jeweils zwei Stück, weil bei mir Halloween ist. Ja, ich liebe Halloween. Ich liebe Halloween. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Ach, das ist noch zu. Können wir mal durchblättern. So süß, die Geisterchen. Dann kleine Spinnies. Das Schlimme ist immer bloß, dass das hinten und vorne bedruckt ist. Ich hatte jetzt auch letztens einen Halloween-Swap. In einigen Videos habe ich davon erzählt. Ich weiß immer nicht, wann ich die Videos hochlade. Holz relativ zeitnah. Aber wenn ich zum Beispiel... Ja, da wiederholt sich es gerade. Mm-mm-mm-mm. 24 doppelseitig 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, okay. Dann ist einer einzeln. Egal. Aber ich finde ihn hübsch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Holz lade ich relativ zeitnah hoch. Bei Bastelarbeiten ist es immer etwas schwierig, weil da sind Geburtstagsbastelarbeiten dabei oder halt jetzt eben so ein Halloween-Swap. Den will ich natürlich jetzt, weil sie hat das Paket schon lange bekommen, sie kränkelt aber, beziehungsweise ist aktuell jetzt wieder gesund, mit der ich getauscht habe, und sie macht das Paket auch erst auf, wenn von ihr das bei mir angekommen ist. Also sie wird sich dann in Munkeln lassen. Deswegen, ja, werde ich das dann auch mal etwas, wobei ich ja ganz viele Bastelvideos habe, wie der eine oder andere schon gesehen hat. Ja, finde ich auch sehr hübsch. Also ein wenig niedlicher gehalten, ein wenig bunter. Da wiederholt sie es jetzt wieder. Halloween Magic. Ja, auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, wie gesagt, jeweils zweimal, weil wenn, ne, vor der Rückseite, dann ist es so ein... Ja. Dann meine Nachlieferung von meiner letzten Bestellung. Einmal oder dreimal von Woodware. Finde ich so süß. Finde ich so süß. Einmal der hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Gartengnomi vielleicht? Die haben tatsächlich eine Bezeichnung. Da, Gartengnomi. Dann der hier. Mit seinen langen Beinchen. Ne, man sieht so die Beinchen überhaupt nie. Aber da sieht man, also... Das ist der Forest-Gnomi. Und den hier fand ich ganz süß. Zum Geburtstag zum Beispiel oder so. Das ist der Wizard-Gnomi. Ja, das ist auch meine letzte Lieferung. Und dann habe ich zweimal Schneidklingen bestellt für meinen Papierschneider. Ich verbrauche hier im Moment relativ viel durch meine ganzen Karten und so. Wobei ich viel mit dem Hebelschneider dann schneide, was möglich ist. Ah ja, das hier noch. Wieso klebt jetzt mein Fingernagel? Von Craft Emotions. Die Stempel hier. Keine Ahnung, fragt mich nicht, was die kostet haben. Aber für Karten machen halt logischerweise. Dann habe ich die neue
Distress Oxide Farbe bekommen, also beziehungsweise bestellt. Ich habe die auch schon zweimal bestellt. Einmal für die Jessie und einmal für mich. Und die für die Jessie habe ich schon weggepackt. Die ist schon im Koffer. Weil, wie gesagt, ich fahre ja weg und da besuche ich sie auch mal. Und dann bringe ich ihr gleich die Farbe mit. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Scheint ein ganz helles Grau zu sein, fast wie das Pumice Stone. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Und natürlich gleich ein Nachfüller. Ich habe tatsächlich jetzt schon mittlerweile ein paar Stempelkissen nachgefüllt und da bin ich froh, dass ich die Nachfüller da habe. Weil meistens geht es dann leer, wenn du es brauchst. Ja. Dann habe ich das Distress Spray Stain gleich mitbestellt von der neuen Farbe. Ich bin auch gespannt, wie die ist. Ich bin echt gespannt. Ja, mal gucken. Dann gibt es ein paar neue Nuvo Drops. Habe ich gesehen. Das ist jetzt einmal Eukalyptus Leaf von Crystal Drops. Das ist die Nummer 1811N. Dann einen neuen Tubal Drop. Die finde ich ja ultra schön, weil die so ein bisschen transparent werden. Watermelon Wonder. Na, also Dry Transulent. Also die haben immer noch so einen leichten Farbtouch, aber sind relativ transparent. Und dann hier nochmal einen Crystal Drop. Seashell Pink. Das ist die 1812N. Da bin ich mal gespannt. Und eine neue Nuvo Shimmer Powder habe ich entdeckt. Da bin ich gespannt. Das ist irgendwie so ein rosa-orange-Ton. Da bin ich echt gespannt. Ich mach den mal auf. Der nennt sich Final Firecracker. Nee, Fantail Firecracker. Ich bin echt gespannt, wie der ist. Der hier? Dann bin ich jetzt schon länger um diese Stempelset drum geschlichen. Ich weiß, dass es 6 oder 7 Euro gekostet hat. Hab mir das tatsächlich kleiner vorgestellt, aber mich freut es, dass es so groß ist. Mich freut es. Ja, mich freut es, dass es so groß ist. Ach, kennt man schlecht. Ja, das hier. Dann die hier. Die haben 4,20 Euro, glaube ich, gekostet. Also relativ günstig. Ich bin eigentlich nur wegen den Rosen. Ja, habe ich die mitbestellt. Aber diese Schriftzüge sind natürlich auch sehr schön, weil das halt so handgeschrieben aussieht. Und dann das hier. Die sind jetzt tatsächlich kleiner. Schade, aber okay. Damit gibt es halt kleine Karten. Ist ja auch kein Problem. Ja. Ideen sind da, aber Zeit ist im Moment ist relativ, ne? Aber das war schon mein Nagel. So. Dann habe ich zweimal Cardstock wieder bestellt. Das nutze ich ja unheimlich gerne für die Kartenrohlinge, weil das relativ günstig ist. Weil ich das ja, ne, wie gesagt, alles selber Sponsor. Ja, wie gesagt, das ist relativ günstig. Ich muss mal die Karten leider selber zurechtschneiden, aber okay. Und dann einmal wieder Craft-Papier, Craft-Cardstock. Da habe ich jetzt gesehen, letztens, dass sie auch ein 100er-Pack hat oder ein 50er-Pack. Ich weiß es gar nicht, weil da sind nur 25 Stück drin. Aber die nutze ich halt eben auch gerade aktuell. Ich weiß, es schaut etwas schlimm aus, aber die sollen so werden wie die kleinen LTCs. Ja, aber wie gesagt, eben für Dingenskirchen, für Kartenrohlinge. Ja, ich bin gespannt auf die Messe. Ich bin echt gespannt, ich freue mich mega. Es wird zwar eine lange, lange Fahrt für mich, aber okay. Ich bin echt gespannt. Das war's.
Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.